Bonsoir, Monsieur Dame, c'est les femmes et les enfants, ne veulent pas mourir à l'hôpital. Good evening, this is Women and X. We don't want to die, we don't want to die in hospital. And das ist Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Wir sprechen über, also ich nicht wir, Patientenverfügungen und ich habe mir dazu das Vorsorgehandbuch der Verbraucherzentrale besorgt. Da werden vier Themen besprochen, einmal die Patientenverfügung, dann die Vorsorgevollmacht, die Betreuungsverfügung und das Testament. Und ich bin angekommen auf Seite 19. Das Thema heißt, was in einer Patientenverfügung geregelt werden sollte. Und da gibt es zwei Sachen, die hervorgehoben sind. Einmal wichtig, in Deutschland ist aktive Sterbehilfe verboten, deshalb sollten Sie in Ihrer Verfügung keine entsprechenden Wünsche aufnehmen. Und zum Zweiten der Tipp, setzen Sie sich mit Ihrem Verständnis von Leben und Sterben bewusst auseinander. Bevor Sie bei diesem Satz entmutigt, das Buch zu schlagen, sollten Sie sich 2 Stunden für die Fragen auf den Seiten F3 bis F8 nehmen. Schreiben Sie auf, was Ihnen im Moment durch den Kopf geht und schauen Sie, wie weit Sie kommen. Sie müssen nicht alle Fragen auf einmal beantworten und jede Aussage lässt sich nachträglich wieder ändern. Sie werden sehen, wenn Sie erst einmal angefangen haben, finden Sie auf viele Fragen intuitiv eine Antwort. Auf den Seiten F3 bis F8, die sind hinten im Buch, gibt es vor den Textbausteinen zur Patientenverfügung Fragen zu den persönlichen Vorstellungen. Wenn ich mit dem Buch entsprechend durch bin, das geht bis Seite 24, ich bin jetzt auf Seite 19, solange sollte das nicht dauern mit dem Kapitel, werde ich mich den Fragen zu den persönlichen Vorstellungen widmen. Ich werde die nicht öffentlich beantworten. Ich möchte auch ehrlich gesagt mit meiner Familie nicht drüber sprechen. Das sind so Sachen, die da vorgeschlagen werden. Das Ganze ist mir zu privat und ich finde, gerade bei solchen medizinischen Fragen sollte man als Mensch sein Recht auf informationelle Selbstbestimmung wahrnehmen. Mir persönlich ist das besonders wichtig. So, wir sind im Kapitel, was in einer Patientenverfügung geregelt werden sollte. Und es gibt ein weiteres Interview. Und das ist diesmal ein Facharzt für Allgemeinmedizin. Das ist der Professor Dr. Ulrich Schwantes. Er beschäftigt sich seit rund 20 Jahren mit Patientenverfügung und hat schon viele Menschen beim Sterben begleitet. Seine Praxis liegt in Oberkrämer in Brandenburg, also ein ostdeutscher Arzt aus Brandenburg. Und der beantwortet hier 3 Fragen. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen. Ich fange jetzt einfach mal an. Herr Schwantes, manche Formulierungen in der Patientenverfügung sind schwer verständlich. Was ist gemeint, wenn ich schreibe, dass die Patientenverfügung nur gelten soll, wenn ich mich am Ende des Lebens und unabwendbar im Sterbeprozess befinde? Wenn ich mich am Ende des Lebens und unabwendbar im Sterbeprozess befinde. So, jetzt kommt die Antwort von Herrn Schwantes. Unabwendbar im Sterbeprozess heißt, es ist ein Stadium erreicht, in dem man annehmen muss, dass der Patient innerhalb der kommenden Stunden und Tage stirbt. Mit intensivmedizinischen Maßnahmen kann dieser Zustand möglicherweise etwas länger erhalten werden. Eine Verbesserung ist äußerst unwahrscheinlich. Also, anscheinend ist das eine Formulierung, die kommt öfter vor. Nochmal einen Schluck Kaffee. Weil sowas wird mir bei dem Mund ein wenig trocken. Das ganze Thema ist auch mit Angst bei mir verbunden. Wenn ich mich am Ende des Lebens und unabwendbar im Sterbeprozess befinde, heißt,
Es ist ein Stadium erreicht, in dem man annehmen muss, dass der Patient innerhalb der kommenden Stunden und Tage stirbt. Mit intensivmedizinischen Maßnahmen kann dieser Zustand möglicherweise etwas länger erhalten werden. Eine Verbesserung ist äußerst unwahrscheinlich. Gut, das war die erste Frage. Die zweite Frage lautet, und was heißt, die Patientenverfügung soll auch gelten, wenn ich mich am Endstadium einer tödlich verlaufenden und unheilbaren Krankheit befinde, auch wenn der Sterbeprozess noch nicht unmittelbar begonnen hat. Die Patientenverfügung soll auch gelten, wenn ich mich im Endstadium einer tödlich verlaufenden Krankheit, befinde, auch wenn der Sterbeprozess noch nicht unmittelbar begonnen hat. Jetzt die Antwort von Herrn Schwantes. In diesem Fall gehen die Ärzte davon aus, dass die Krankheit nicht heilbar ist und der Patient in absehbarer Zeit wahrscheinlich in wenigen Monaten stirbt. Durch Therapie einer akuten Komplikation ließe sich diese vielleicht beherrschen, die Zeitspanne aber kaum verlängern. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine tödliche Krebserkrankung, Lebenserwartung ein paar Monate. Es kommt zu einer schweren Lungenentzündung. Soll sie behandelt werden, damit Sie in den nächsten Monaten Ihren Lebensverfall mitbekommen? Oder wollen Sie auf die Behandlung verzichten und nehmen Sie in Kauf, dadurch früher zu sterben? Also, ich sage nochmal, um welche Formulierung es sich handelt und dann lese ich nochmal die Erklärung vor. Das ist, glaube ich, wichtig. Die Patientenverfügung soll auch gelten, wenn ich mich im Endstadium einer tödlich verlaufenden und unheilbaren Krankheit befinde. Auch wenn der Sterbeprozess noch nicht unmittelbar begonnen hat. Das heißt, laut Aussage von Herrn Schwantes, in diesem Fall gehen die Ärzte davon aus, dass die Krankheit nicht heilbar ist und der Patient in absehbarer Zeit, wahrscheinlich in wenigen Monaten, stirbt. Durch Therapie einer akuten Komplikation ließe sich diese vielleicht beherrschen, die Zeitspanne aber kaum verlängern. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine tödliche Krebserkrankung, Lebenserwartung ein paar Monate. Es kommt zu einer schweren Lungenentzündung. Sollen Sie behandelt werden, damit Sie in den nächsten Monaten Ihren Lebensverfall mitbekommen? Oder wollen Sie auf die Behandlung verzichten und nehmen Sie in Kauf, dadurch früher zu sterben? Okay, und jetzt kommt noch eine Frage, das ist die letzte Frage, das ist der längste Absatz. Außerdem kann ich angeben, dass die Verfügung gelten soll, wenn ich infolge eines fortgeschrittenen Abbauprozesses im Gehirn nicht mehr in der Lage bin, auf natürlichem Wege Nahrung und Flüssigkeit zu mir zu nehmen, obwohl ich von Pflegefachkräften umfangreich dabei unterstützt werde. Was ist damit gemeint? Okay, nochmal für mich auch. Außerdem kann ich angeben, dass die Verfügung gelten soll, wenn ich infolge eines fortgeschrittenen Abbauprozesses im Gehirn nicht mehr in der Lage bin, auf natürlichem Wege Nahrung und Flüssigkeit zu mir nehmen, obwohl ich von Pflegekräften umfangreich dabei unterstützt werde. Was ist damit gemeint? Gemeint ist, dass ein Demenzkranker nicht mehr weiß, dass er den Mund öffnen muss, wenn ihm Essen angereicht wird. Oder dass er alles im Mund behält, weil er vergessen hat, dass er schlucken muss. Das passiert sehr spät im Krankheitsverlauf. So, nochmal den ersten Absatz, der sagt dann noch was, Herr Schwantes. Gemeint ist, dass ein Demenzkranker nicht mehr weiß, dass er den Mund öffnen muss, wenn ihm Essen angereicht wird.
oder dass er alles im Mund behält, weil er vergessen hat, dass er schlucken muss. Das passiert sehr spät im Krankheitsverlauf. Auch wenn jemand überhaupt nicht mehr versteht, was um ihn herum passiert, funktioniert das Essen in aller Regel noch. Wenn auch das nicht mehr klappt, kann man eine Sonde legen und den Patienten künstlich ernähren. Monate und Jahre lang. In der Verfügung können Sie festlegen, dass Sie das nicht möchten. Ich denke darüber nach. Ich finde, glaube ich, dass man da ernsthaft drüber nachdenken muss. Ich weiß für mich schon, dass ich auf jeden Fall möchte, dass ich weiter mit Flüssigkeit versorgt werde. Das ist kein schöner Tod. Huhn hilft gegen Schmerzen. Sollte man immer im Auge behalten. So, ja, das war's schon mit dem Interview von Herrn Schwantes. Ich finde ja den letzten Punkt am wichtigsten. Da sollte man, glaube ich, unbedingt was dazu schreiben. Und zwar, wenn man noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist. Nicht, wenn man schon demenzerkrankt ist. Es kann sein, dass die Patientenverfügung dann nicht gilt. Habe ich was zugesagt? Muss man aufpassen. Dass man da nicht in die Falle läuft, irgendwelche vorgefertigten Sachen zu nehmen, die man einfach nur ankreuzt.